Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen eine weitere New Super Mario Bros. U Herausforderung. Es dürfte die 64. sein. Zieht euch das mal rein. 64 Herausforderungen. So, Kategorie diverse. Leise Sohlen. Eine 4-Sterne-Herausforderung. Ich glaube, die allerletzte 4-Sterne-Herausforderung, die wir machen können und dürfen. Toll. Erreiche den Zielring ohne zu rennen. Ja, und da sehen wir schon Superstar Boulevard 8. Levelabschluss. Dafür Gold. Okay. Wo auch immer der Zielring ist. Super, okay. Erreiche den Zielring ohne zu rennen. Das ist schon mal interessant. Warum ist es interessant? Ah! Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, da ist genug Platz. Gut, dann halt nicht. Erreiche den Zielring ohne zu... Kann man da direkt... Eventuell kann man das sogar. Moment. Die interessante Frage ist, ja, wo ist der Zielring? Blub, 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 blub. Ohne zu rennen, aber mit zu springen, bitteschön. Das wäre sehr, sehr nett. Dankeschön. So, ich laufe einfach mal, weil ich mir so denke, das wird bestimmt passen. Nein, tut es nicht. Schade. Mensch, das ist ja irgendwie blöd. Okay, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Das ist ja faszinierend. Bin ich irgendwie schneller, wenn ich... Eigentlich bin ich schneller, wenn ich hüpfe, oder? Ups, das sieht so aus, als wäre ich ein bisschen schneller, wenn ich hüpfe. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich glaube, irgendwie ist das Spiel da so ein bisschen gemein zu mir oder so, kann das sein? Moment, Moment, Moment. Also, ich bin schneller, wenn ich hüpfe. 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 Ich bin... Was zum... Okay, muss ich ganz anders machen. Ich muss da an der Ecke stehen bleiben, weil da habe ich zumindest eine Chance zu überleben. Ist ja lustig. Moment, dann machen wir das so, dann machen wir das so, dann machen wir das so, ja, 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 und dann machen wir so, und dann machen wir so, und dann bam. Gut, ich bekomme natürlich keinen Pilz, das wäre auch zu reizend. So. Ja, interessante Frage, komme ich hier so durch? Ja, komme ich, okay. Zicke zacke so, zicke zacke so, zicke zacke falsch, zicke zacke falsch, zicke zacke richtig, zicke zacke richtig. Oh ja, zicke zacke, zicke zacke. Hoi hoi hoi. Zicke zacke, Hühnerkacke, alles schön, alles toll. Bitte überleben, dankeschön. So, okay. Ohne zu rennen. Wir machen die Herausforderung, Quatsch, wir machen das Level jetzt also eigentlich so wie schon beim letzten Mal, ja, weil wer mein Let's Play gesehen hat, der weiß, dass ich die Stelle ja sowieso schon mal ohne zu rennen gemacht habe, ne? Ja, das ist toll. Das heißt, eigentlich bin ich voll im Training und von daher ist das alles absolut auch gar kein Problem für mich. So, jetzt stelle ich mich hier so hin, da so hin, dort so hin, zack, okay, kein Problem. Nya, 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 so, da, 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 kein Problem, kein Problem. Laufen, 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 kein Problem, kein Problem. Laufen, 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 Münzen einsammeln, kein Problem, kein Problem. So, hier unten sein, kein Problem, kein Problem. So, schnupsen, 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 kein Problem, kein Problem. Und laufen, 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 kein Problem, kein Problem. Okay, so, nupsen, nupsen, aha, schnupsen, schnupsen. So, kannst du bitte da weggehen? Dankeschön. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ja, so mache ich das. Das ist ja schön, Hering, dass du das so machen kannst, ne? Ja, ja, ja. So. Immer schön ganz niedrig springen. Etwas anderes ist das überhaupt nicht. Das Blöde ist jetzt natürlich die Plattform, weil ich absolut nicht weiß, wie ich an dem Kollegen hier gescheit vorbeikommen kann. Aha, so kommt man an dem vorbei. Das ist interessant. Wow. Gut, 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 gut. Okay. 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 So, Bonusraum lassen wir außen vor, ne? Weil Bonusraum ist uns scheißegal. So. Was ist jetzt hiermit? Hier stellen wir fest, dass das irgendwie extreme Kacke ist. Extreme Kacke, extreme Kacke. Extreme Kacke, extreme Kacke, extreme Kacke, 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 Kacke. Okay, laufen, laufen, laufen. So, da, 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 immer schön links und rechts. Das ist nicht schwer. Holla, die Waldfee, Jucha, hey, bla, bla, bli, bla, blu, bla, blub. Dupp, die, dupp, die, dupp, die, dupp. So, ich töte dich, weil ich dich nicht mag. Hahaha, ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? So, laufen, 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 laufen. Schnüffen, 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 schnüffen. Bin ich hier sicher, bin ich hier sicher? Ja, ich bin, aber ich bin nur bedingt sicher. Okay. Trotzdem relativ weit gekommen.
das möchte ich jetzt an der Stelle ruhig nochmal also betont haben, ne? Das war jetzt gar nicht so doof. Ich glaube, das lässt sich machen. Weil das ist wenigstens so, oh, ich kann mir so viel Zeit lassen im Endeffekt, wie ich will. Also mehr oder weniger so viel Zeit, wie ich will. Ich weiß, oben rechts läuft ein Timer mit. Aber was soll's. Der ist mir an der Stelle relativ egal. Die Zeit dürfte gut genug bemessen sein. Und das Allerschönste an dieser Herausforderung ist eigentlich die Tatsache, sobald ich es einmal geschafft habe, ist es auch wirklich geschafft. Deswegen mag ich die Kategorie diverse Dinger so sehr. Die sind so, ja, die sind so human einfach. Man hat irgendwie das Gefühl, die Entwickler haben einen hier lieb. Das ist so, man fühlt sich irgendwie ein bisschen geknuddelt. So richtig schön. Ach, wir nehmen dich jetzt einfach mal in die Arme, Hering. Ist alles nicht so schlimm, was du bisher erlebt hast. Nein, 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 nein. Das ist alles, ist schon in Ordnung. Ja, ja. Wir wissen es. Ja, du hast viele Strapazen hinter dich gebracht und so. Und die waren alle echt knifflig. Aber ist kein Problem. Du hast es bald geschafft. Du hast es eindeutig bald, bald, bald geschafft. Das finde ich echt nett von den Entwicklern. So. Ja. Wäre ganz gut, wenn ich jetzt noch rechtzeitig B drücken würde. Das wäre dann irgendwie so die, ja, das Sahnehäubchen quasi gesehen auf meiner riesigen Geburtstagstorte, die ich mir wünsche. Ja, ja. Riesige Geburtstagstorte. Ich liebe Torten. Yam, 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 yam. Ganz tolle Schwarzwälder Kirschtorte und so. Yam, yam, yam. Habe ich so lange nicht mehr gegessen. Yam, yam, yam. Aber ich habe ja auch erst irgendwann ganz viel später Geburtstag, ne? Und von daher, jetzt müssen wir erstmal den ollen Sommer irgendwie über die Bühne bekommen. Was jetzt aber auch nicht so das Problem sein sollte. Es ist unfassbar. Wir haben... Ich wollte keinen Warnsprung machen. Wir haben jetzt schon Juni. Hallo? Juni? Warum? Warum Juni? Und warum, also ich meine, sechster Monat des Jahres? Wo ist das Jahr 2013 hin? Haben wir nicht gerade erst angefangen? Warum? Was zum? Wir alle werden älter und das ist nicht gut. Ich werde vor allem älter, was nicht gut ist. Was mit euch ist, ist mir egal, aber der Hering, ja, ja, ja. Ach, wenn der Hering älter wird. Wenn der Hering älter wird, dann werden natürlich auch seine Let's Plays besser. Denn der Hering ist wie guter Wein, ja, ja. Dab, da, dab, 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 dab. So, sind wir schon wieder hier. Wunderbar. Gut, dann laufen, 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 laufen. Und wieder zurück, zurück, zurück. Und wieder vor, 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 weil laufen, 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 laufen. Ach komm, das war ein niedriger Sprung. Das hast du dir jetzt eingebildet mit dem großen Sprung, eindeutig. Dupp-di-dupp-di-dupp-dupp. Ich wurde vor dieser Challenge übrigens... Nee, ich glaube nicht mal vor dieser Challenge. Ich glaube nämlich, es kommt dann später noch eine Challenge, die auch mit Superstar Boulevard 8 zu tun hat, die dann aber noch arschiger ist. In der Beziehung wurde ich gespoilert von euch. Das war schon damals, als ich ja für dieses Level verhältnismäßig lange gebraucht habe in meinem Let's Play. Ja... Da wart ihr, da habt ihr so gesagt, du stellst dich ja ganz schön an, mach das Ganze erstmal ohne oder beziehungsweise dann halt mit besonderen Zusatzherausforderungen. Ja. Und ich habe mir damals so gedacht, ja, ach was, ist ja ganz toll, aber die Herausforderung mache ich ja sowieso nicht. Ne, 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 ne. Und jetzt sitze ich hier und mach den Scheiß trotzdem. Oh, do, 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 do. Aber es ist in der Tat so. Ups. Wenn man dann erstmal so sieht, was man hier so machen muss, dann weiß man auf eine gewisse Art und Weise, das, was man zuvor schon erreicht hat, naja, anders zu würdigen, sagen wir es mal so. Wups, wupsi, dupsi, dups. Ich glaube, das ist jetzt zu knapp, oder? Ist es zu knapp? Nein, es ist nicht zu knapp. Oh, ist genau richtig, Hering. Natürlich ist es genau richtig, denn du bist einfach ein absolutes Ass in diesem Spiel. Es ist so eindeutig. So, okay, laufen. Ja, 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 ja. Schnu, schnu. Okay, so. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. So, was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Du willst irgendwie im Weg stehen? Du willst ziemlich im Weg stehen, mein Süßer. Okay, ja. Wenn du meinst, also mein Problem soll es ja nicht sein. Wow, das war knapp. Dup-di-dup, dup-di-dup. Upsa, wow, der Sprung war knapp. Was jetzt hier? Na, eigentlich stört hier nur der Dutzi hier, oder? Der kleine, süße Dutzi-Dutzi.
So, jetzt mache ich nämlich so. Dann hüpfe ich hier. Scheiße. Ich konnte mich nicht entscheiden. Das war dumm, dumm. Ich hätte trotzdem nach rechts springen können. Da sind zwei Blöcke, mein Gott. Ah, das ist ärgerlich. Verdammt. Ich konnte aber nicht. Ich weiß nicht. Ich habe nur einen Sprungknopf betätigt und habe mir so gedacht, scheiße, das schaffst du nicht. Dann wollte ich wieder zurück und dann... Ja, wenn man nicht laufen kann oder wenn man nicht das richtige Tempo hat, dann kannst du das natürlich vergessen. Aber ansonsten bin ich ziemlich weit gekommen. Aber jetzt mal ernsthaft, wo ist hier der Zielring? Bei der Röhre? Oder bei dem Fragezeichen oder P-Block oder was auch immer das war, mit dem die Blöcke dann zum Schluss aufgetaucht sind? Ich kann's nicht... Müsste doch eigentlich bei einem Block sein, oder? Also das wäre mies. Wenn wir dann noch die Geschichte mit dem Block machen müssten, also sprich Block aktivieren und dann ganz schnell laufen, um dann über die Blöcke dazu kommen. Also das stelle ich mir extrem fies vor. Das stelle ich mir wirklich extrem fies vor. Und so fies werden die Entwickler doch wohl nicht sein. Oder? Doch, wahrscheinlich werden sie es schon sein. Hadabu, hadagadabu, hallemachadabudabu. Okay, so. Jetzt sind wir wieder hier. Ist doch alles gar nicht so schwer. Das ist es wirklich nicht. Nein. Stell dich also nicht so an. Ich dachte, der Block fällt runter. Der linke Block ist auch runtergefallen, aber natürlich der rechte nicht. Was ich wiederum an dieser Challenge hier nicht mag, ist die Tatsache, dass sie so langsam ist. Ja, mir wäre es lieber, wenn ich hier richtig vernünftig laufen könnte. Weil dann hätte ich nicht so das Gefühl, dass das Ganze sich arschlange zieht. Aber vielleicht bin ich in der Beziehung auch irgendwie der Einzige. Es würde doch als Challenge eigentlich schon fast reichen, wenn sie nur den Level hier nehmen würden, oder? Ich meine, das ist doch so schon bescheuert genug. Eigentlich schon. Wenn wir ganz ehrlich sind. Wow. So, alles klar. Dup. Und das Ganze ohne Jackie Mackie Point, der uns irgendwie helfen könnte, aber niemals helfen wird. Nein. Das Ganze muss auch so hoch gehen. Tralalalalalalala. Dap. So. Dann bin ich jetzt nur noch auf die Zeitherausforderung beim nächsten Mal natürlich gespannt, weil die wird auch nochmal richtig arschig. Davon können wir auf eine gewisse Art und Weise zumindest ausgehen. Wow. Wir müssen es ja nicht immer extrem schnell machen, oder? Ach so. Die Morgensterne können auch die komischen Knochenfuzzis kaputt hauen. Das ist ja witzig. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber wir wollen ja eines nach dem anderen noch machen, deswegen verschwenden wir vielleicht nicht zu viele Gedanken an die dämliche Zeitherausforderung, sondern denken stattdessen nochmal ein bisschen an das hier und das, was hier von uns verlangt wird. Jetzt wollte ich es wieder zu schnell machen. Das letzte Mal davor habe ich nämlich immer den noch abgewartet. Ach, das ist... Dup-di-dup. Mir fällt gerade auf, dass man die Drehattacke mit so unglaublich vielen Knöpfen machen kann. Mit LB kann ich die machen, mit RB kann ich die machen, mit ZR kann ich die machen, mit LZ, also mit ZL kann ich die machen. Das ist ja schön. Auf jeden Geschmack eines jeden Spielers irgendwie zugeschnitten, diese Steuerung. Zumal man sie ja sogar noch anpassen kann. Wie wir schon das ein oder andere Mal gesehen haben, wenn ich mich verdrückt habe. Aber so wie ich die Steuerung, oder so wie die Steuerung hier eingestellt ist, passt das eigentlich schon. Jetzt mal ehrlich, wer stellt denn bei diesem Spiel die Steuerung nochmal extra um? Also, spielen doch eigentlich alle mit Standardsteuerung, oder? Gerade weil sie schon einfach, aber genial ist. Irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise. So, blub. Aha. So. Bob. So, schnupsen, kein Bock. Schnupsen, kein Bock. Schnupsen, kein Bock. Schnupsen, kein Bock.
kein Böckchen. Ich bin ein Ziegenbock. Mäh, mäh. Ich mecker die ganze Zeit rum. Mäh, mäh. So. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. Chup, 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 chup. Chup, 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 chup. Ich glaube, hier könnte man sogar durchrennen. Hier könnte man durchrennen, wenn man den Mut hätte. Jawohl, wenn man ihn hätte. Aber Hering hat keinen Mut. Ich wollte gerade sagen, kann diese Plattform nicht bitte wieder auftauchen? Oh, es wäre so nett. Oh, es wäre so. Oh, es wäre so. Oh, danke schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danke schön. So. Ich danke dem lieben Gott für all seine Gaben und all seine Begabungen, die er in mich hineingesteckt hat, die zum Beispiel bedeuten, dass ich dieses Spiel hier so wunderbar spielen kann. Das muss man sich mal reinziehen. Ich bin ja wirklich gut in diesem Spiel, in diesem Spiel, in diesem Spiel, in diesem Spiel, in diesem Spiel. So, jetzt habe ich ein Problem. Wie macht man das? Kann ich mich da in der Mitte hinstellen oder kann ich mich da nicht hinstellen? Ich bin mir nicht so wirklich sicher. Ich glaube nämlich nicht. Was jetzt aber im Umkehrschluss, scheiße, bedeuten würde, dass ich da ganz schnell durch müsste. Aber funktioniert das ohne Tempo? Das ist jetzt die andere Frage. Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Das ist ja jetzt auf eine gewisse Art und Weise blöd. Blöd. Ja, da müssen wir nochmal ein bisschen, naja, weiter beobachten, bringt ja nichts. Ich muss es eigentlich einfach ausprobieren. Entweder ausprobieren oder, ja, was mache ich jetzt in diesem Durchgang? Wenn ich jetzt wieder da bin. Probiere ich dann einfach, wow. Probiere ich dann einfach aus, durchzulaufen? Oder probiere ich es einfach aus, mich in der Mitte einmal hinzustellen und dann zu sagen, versuch mich doch zu treffen. Zumal da auch das Timing perfekt sitzen muss, weil ich ja nicht ewig lange auf diesem Block drauf stehen bleiben kann. Das versteht sich auch wieder von selbst. Ja. Entscheidungen, die man irgendwie im Bruchteil von einer oder zwei oder drei Sekunden dann treffen muss, das ist echt... Oh, das ist echt doof. Oh, echt doof. Oh, wie doof das ist. Oh, wie doof. So, laufen. Also wenn ich mit der Challenge irgendwie von Laufen spreche, dann ist es auch irgendwie... Es grenzt irgendwie an eine... Wow, es funktioniert. Man kann einfach durchrennen. Das ist sehr super. Wow. Es grenzt irgendwie an blanken... Hohn hier von Laufen zu sprechen, weil das eben nichts mit Laufen zu tun hat, sondern mit ganz gemütlich Joggen. Ist ja auch irgendwie interessant, den Mario mal nur so joggen zu sehen. Wow, das war knapp. Den Mario nur mal so joggen zu sehen. So, bups. Upsi! Ihr seid so scheiße. Nein! Ich hab's nicht mehr geabadabu. Ich wusste nicht mehr, wie hoch die kommt. Ich wusste noch, dass die Stacheln so hoch kommen, aber doch nicht so hoch. Oh, wie dämlich ist das. Oh, das ist ja richtig, richtig mies. Jetzt darf ich den Scheiß da mit dem Fragezeichenblock auch noch machen. Oh, ist das bescheuert. Ihr habt ja einen Arsch offen, ey. Oh, da. Ich hätte mir so gewünscht, dass da oben der Zielring ist. Aber nö. Ihr seid echt total plemplem. Wenn ihr denkt, dass man da... Aber na gut. Na gut, okay. Ihr habt das Spiel so konzipiert, ne? Dann werdet ihr euch ja wohl zwangsläufig was dabei gedacht haben. Das heißt, das wird ja wohl ohne Probleme eindeutig so möglich sein. Deswegen vertraue ich da einfach mal darauf. Und ja, mach da einfach mal das Beste aus der Situation. So, bup, ist natürlich auch die Frage, wann ich dann auf den, Moment, wer das jetzt? Ich weiß gar nicht. Dup, nee, die Situation ist besser. Ja, die Situation ist besser. Wenn man einen Sprung macht. Ja, wann springe ich denn dann auf den Fragezeichenblock drauf? Muss ich ja eigentlich machen, zwangsläufig, wenn die Kette irgendwo rechts ist. Weil, braucht dann ja noch genug Zeit, um dann da wegzukommen. Wie viel Zeit wird mir dann gegeben? Genug Zeit, um... Wow, ich hätte einfach durchlaufen können, ich weiß. Wie viel Zeit wird mir dann gegeben?
ist ja eigentlich genug Zeit, um im laufenden Modus die Sternenmedaille einzusammeln. Und dann ist eigentlich Schicht im Schacht. Ich wollte gar nicht. Ich bin da jetzt aus Versehen drauf gekommen. Auf ZL war es jetzt übrigens. Ich wollte gar nicht. Mein linker Zeigefinger war irgendwie ein bisschen zu nervös. Aus Gründen, die mir nicht bekannt sind. Dupp-di-dupp. Di-dupp-di-dupp-di-dupp. Na gut, beim nächsten Mal wissen wir ja, wie weit der Stachelball so ungefähr kommt. Da können wir uns ja ein bisschen mehr einstellen, drauf einstellen, beziehungsweise können wir ja die ganze Geschichte ein bisschen mehr beobachten. Ja. Aber irgendwie gefällt mir die Challenge doch. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ist zwar sehr gemütlich, einfach durch diesen Watschelgang, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es die Aufzeichnung, beziehungsweise das Replay extrem geil aussieht. Also, beziehungsweise es würde geiler aussehen, wenn man es noch ein bisschen besser könnte als ich. Ich mach das hier bestimmt nicht geil, nee. Dafür mache ich viel zu viele Sachen, glaube ich, so auf Nummer sicher. Aber ansonsten, wenn man es richtig könnte, dann könnte das ein extrem geiles Replay abgeben. Mit so einem richtig gemütlichen, Pummel-Mi oder Klempner, der hier so irgendwie dran vorbeiwatschelt und sich so denkt, lalala, Stachelkugeln, mir doch egal, dupp-di-dupp, was soll's. Ist doch absolut Latte. Dab, di, dab, di, dab. Ja, irgendwie so um den Dreh. Laufen, 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 laufen. Oh, ich komme hier einfach durch. Oh, das ist so schön. 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 Oh, das ist so... so schön. So schön. So schön, so schön. Manche Stellen sind hier echt einfach. Hudebu. Hudebu, hudebu. Hudebu. Hude, hudeschnu. Okay, wow. Wow. Wow, wow, so, okay, warten, 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 und jetzt, und hups, und hups, und hups, und hups, und hups, und warten. Okay, wann kommt sie? Da kommt sie. So, du haust jetzt offenkundig ab, das ist schön. So, laufen, 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 und wow, okay, laufen, laufen, und ich hab's geschafft, yes, wow. Hätte ich nicht gedacht, das war jetzt aber auch totales Glück, dass ich da links an der Ecke stehen bleiben konnte. Ich hätte gedacht, dass mich das Ding da trifft. Wow, das war gut. Letzte 4-Sterne-Herausforderung. Neu, eine oder mehrere neue Herausforderungen stehen hier zur Verfügung. Okay. Expressaufzug, leise Sohlen, leere Taschen. Ja, ich kann mir jetzt schon vorstellen, was das hier wird. Und das wird auch extrem mies, aber daran wollen wir jetzt noch nicht denken. Ich glaube, es ist jetzt noch einmal Zeitattacke und zweimal, wie gesagt, Kategorie diverse. Das hat beim nächsten Mal, das letzte Mal Zeitattacke in höchste Höhen geschraubt. Die 5-Sterne-Herausforderung, die vielleicht schwerste Herausforderung des ganzen Spiels oder so, oder auch nicht, oder doch, oder man weiß es nicht genau. Braucht uns erst beim nächsten Mal interessieren. Für mich in ein paar Minuten, für euch hoffentlich morgen oder so. Ich war der Herringray, das war, ja, New Super Mario Bros. U Herausforderungsmodus. Es fehlt nicht mehr viel. Ich bin sehr gespannt drauf, was mich jetzt noch erwartet. Und ich sage jetzt an der Stelle einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.